Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming hier in den Schatten von Hongkong. Ich bin Jin, gelernter Trans und vielleicht demnächst auch Posthumanist, ich weiß es noch nicht genau. Wir unterhalten uns gerade mit Rector über Posthumanismus und ja, das Ganze ist ja schon auf der einen Seite ein bisschen furchterregend, auf der anderen Seite unheimlich faszinierend und hat coole Möglichkeiten und ist so ein Menschheitstraum auch irgendwie, ne, sich selbst schaffen zu können, sich selbst quasi zum Göttlichen erheben zu können. Und wir schauen mal, was Rector noch so zu sagen hat. Wir haben gerade uns darüber unterhalten, wie das wäre, wie er sich eine posthumanistische Zukunft vorstellt. Und wir sagen ihm jetzt aber mal, es gibt eine feste Grenze für die Fusion von Mensch und Maschine. Und setzt deine Vision der Zukunft nicht voraus, dass wir diese Grenze überwinden. Du sprichst von dem Essenzlimit, ganz genau davon rede ich. Und die Probleme, die mit Essenzverlust assoziiert sind. Er stößt eine Rauchwolke auf aus dem Mundwinkel aus. Ja, natürlich, das wird ein Problem sein. Aber wie mit all diesen Problemen wird sich ein Workaround, also eine Lösung, nicht wirklich, aber eine Umgehung des Problems präsentieren. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir können jetzt fragen, ja, basiert das auch, stützt du das auf irgendetwas oder ist das einfach nur dein Glaube? Oder wir können sagen, ja, was denn für eine, was für ein Workaround, was für eine Lösung? Essenzverlust wird immer ein Problem sein. Das zu leugnen wäre Wunschdenken. Oder wir können sagen, ja, Mann, wenn du sagst, super. Ja, wir fragen ihn mal. Was fragen wir denn? Das erste oder das zweite? Ja, basiert das auf irgendwas oder? Glaubst du das nur? Das fragen wir ihn vielleicht mal. Er lächelt dich verschmitzt an. Nein, mein Freund. Das ist keine Glaubenssache. Mein Glauben ist in meinen eigenen Observationen, also Beobachtungen und Erfahrungen verwurzelt. Für die Zeit. Lass es uns dabei belassen. Okay, gut. Also in dieser posthumanen Zukunft über die du versuchst voranzutreiben. Welche Rolle würde eine Drohne wie Koschei spielen? Ah, okay. Oder, ja, wir können noch mal nach dem letzten Run fragen. Nee, wir fragen ihn mal nach Koschei, ne? Koschei scheint ja auch so eine, ja, beinahe tierische Intelligenz zu haben irgendwie, ne? Die Intelligenz eines Lebewesens. Der verhält sich wirklich mehr wie ein Haustier als wie eine klassische Drohne. Und wir fragen ihn mal, welche Rolle würde Koschei in solch einer posthumanen Zukunft spielen? Eine ähnliche zu der Rolle, die er jetzt spielt, stelle ich mir vor. Er wurde schließlich für einen bestimmten Zweck entworfen. Ich kann jedoch auch Techniken sehen, die in sein Design und Herstellung ja eingeflossen sind und die eine viel breitere Anwendung haben. Okay, aber wenn wir uns so posthumanistisch beschäftigen, ne, dann wird es ja auch wahrscheinlich KIs geben. Und die Frage ist, integrieren wir die KIs dann in unsere Gesellschaft? Akzeptieren wir die als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft? Und wie unterscheiden wir im Prinzip eine KI von einem tatsächlich digitalisierten menschlichen Geist? Geht das dann überhaupt noch? Kann man das auseinanderhalten oder werden die irgendwann ununterscheidbar? Und sind KIs dann auch Menschen? Also gibt es dann quasi vollkommen künstlich erschaffene Menschen, die nicht auf biologischer Reproduktion, ne, die Geister müsste man ja trotzdem noch irgendwie biologisch reproduzieren. Vielleicht auch nicht, ne? Das ist halt die Frage. Muss man das dann noch? Kann man Menschen vollständig synthetisch herstellen? Gute Frage. Schöne Frage. Habe ich keine Antwort drauf. Ja, und wir können jetzt sagen, du bist ja sehr an deine Drohne, hängst sehr an deiner Drohne, oder? Du hast ihr sogar ein Geschlecht gegeben und beziehst dich immer mit, auf ihn. Ja, fragen wir mal. Ja, natürlich. Koschei steht mir sehr nahe.
hält wie aufs Stichwort. Ja, ich gucke jetzt endlich mal nach, was es Gattel heißt. Wieseln, hoppeln, krabbeln, trippeln. Okay, es kann also alles bedeuten. Trippelt die Drohne nach vorne. Die gehärteten Spitzen ihrer Klauen kratzen über den Metallboden der Werkstatt. Sie hält genau vor dir. Ein merkwürdiges mechanisches Zirpen erklingt tief aus ihrem Chassis heraus. Und Rector sagt, ja, du kannst mich ja der Anthropomorphisierung meines kleinen Begleiters beschuldigen. Ihm menschliche Charakteristiken zuzuschreiben, wo es im Grunde genommen keine gibt. Um die Wahrheit zu sagen, es steckt viel mehr in Koschei, als man sieht. Aber das ist eine andere Unterhaltung. Eine, die man am besten zu einem anderen Zeitpunkt hält. Okay? Wir können jetzt sagen, ja, wenn es das ist, was du möchtest, oder warum? Warum reden wir nicht jetzt darüber? Ja, wir fragen mal nach hier, ne? Weil ich Arbeit zu erledigen habe. Und ich bin mir sicher, dass du bessere Verwendung für deine Zeit finden kannst, als mir dabei zuzuhören, wie ich hier ja weiter vor mich hin erzähle, labere, brabble, ja, daher schwätze, plappern, genau, plappern ist das Wort. Es kann aber auch lallen bedeuten, ne, und auch labern, wie ich hier vor mich hin plappere. Er gestikuliert in Richtung der Luke in der Decke. Und damit, befürchte ich, muss ich dich fragen, dich selbst hinaus zu begleiten. Wir können später weiterreden. Okay, Rector, wir werden uns später unterhalten. Er dreht sich um. Oder dreht sich weg. Gute Nacht. Ha. Rector, mein Guter. So, das war also Rector. Wir gucken mal, was Gaichu über den letzten Run denkt. Hier ist wieder seine Kiste. Gucken wir da mal rein. Eine Statue und ein Papierfächer. Ah, hier gibt's also neue Sachen. Gaichu hat keine Anstalten gemacht, seine Box zu organisieren, also seine Kiste mit persönlichen Gegenständen zu organisieren. Aber es ist offensichtlich, dass er dort drin herumgewühlt hat. Die Inhalte sind immer noch durcheinander, aber schien aus der Kiste herausgenommen worden und wieder hineingetan worden zu sein. Oben auf der Kiste liegt diesmal ein kleiner Seifenstein. Wie heißt denn das? Ist es Speckstein? Ich werde es nachgucken. Soapstone heißt es. Es ist Speckstein, ja. Oder auch ein Steatit. Ah, man kann aber auch Seifenstein dazu sagen. Okay. Seifenstein habe ich im Deutschen noch nicht gehört. Steatit sowieso nicht, weil ich mich mit Mineralien nicht auskenne, bin kein Mineraloge. Speckstein ist es. Okay, also ein sehr relativ weicher Stein, den kann man sogar schnitzen quasi. Also oben auf der Kiste liegen diesmal, also oben in der Kiste liegen diesmal eine kleine Specksteinstatue und ein gefalteter Papierfächer. Ja, wir schauen uns mal die Statue an. Die Statue ist die eines rundgesichtigen Bodhisattva. Sein Kopf ist leicht auf eine Seite geneigt. Seine Hände sind im Gebet zusammengefaltet und ein kleiner roter ein Brustlatz, ein Lätzchen, aha. Es kann auch so ein Leibchen sein, wenn man sie im Sport trägt. Oder für alle Seemänner unter euch, es ist eine Mastbacke. Keine Ahnung, was eine Mastbacke ist, ehrlich gesagt. Wenn es jemand weiß, unten in die Kommentare, gerne. Also, einen roten Latz hat er um seinen Hals gebunden. Der Ausdruck der Figur ist ruhig, friedlich.
Sie trägt ein leicht schiefes Lächeln, als wenn sie ein Geheimnis kennen würde oder gerade einen Witz gehört hätte. Ja, wir fragen mal, was ist denn diese Statue mit dem Lätzchen? Hm? Gaichu hält inne, dreht ein Ohr vollständig in deine Richtung. Ah, das ist eine Statue von Jizo, dem Beschützer der Kinder. Er ist auch der Beschützer der Reisenden. Statuen von ihm werden überall, ja, an fast jeder Straße in Japan aufgestellt. Sein Name außerhalb von Japan ist Tsitigarba. Tsitigarba, genau, habe ich richtig vorgelesen. Juhu! Und wir können sagen, ja, das ist ja ganz schön süß für dich. Oder wir können sagen, ja, du siehst nicht wie eine Person aus, die gerne Kinder hätte. Ah. Könnte ein Wunderpunkt sein, wir fragen mal. Er sagt, ich habe kein Interesse daran, Kinder zu haben. Das hatte ich mal früher, aber das ist nicht mehr. Ich habe die Statue nicht behalten, wegen meiner Liebe zu Jesus Rolle, aber sondern wegen seines Tempels in Kyoto. Es war einer der wenigen Zufluchtsorte von der Welt, als ich noch in der Stadt lebte. Jizo-in, also der Tempel wahrscheinlich, ist ein kleiner Ort. Er liegt ziemlich dicht am deutlich größeren und bekannteren Schwesterntempel von Sayo-ji am Westrand von Kyoto. Im Gegensatz zu Sayo-ji ist Jizo-in jedoch beinahe unbekannt. Gaichu lächelt, glücklich, voller Zuneigung. Kann man das so sagen? Voller Zuneigung. Ja, liebevoll, ne? Zärtlich. Und schaut blicklos in die Entfernung. Um dorthin zu gelangen, musste man durch sich windende Straßen durch Wohngebiete laufen. An einem dunkelgrünen Wald von Bambuswald vorbei. Wenn man nicht wusste, wonach man Ausschau hält, würde man ihn niemals finden. Die meisten Leute hatten angenommen, dass die Straße, an dem er gelegen ist, einfach eine Sackgasse ist. Ich erinnere mich, dorthin zu laufen im leichten Regen. Ich konnte den Ginkgo riechen und die Ahornblätter im leichten Wind. Ich bin dorthin gegangen und habe mich einfach hingesetzt und mich selbst sein lassen. Wann auch immer ich Stress in der Schule hatte und ich den Eindruck hatte, dass zu viel für mich wurde. Im Inneren gab es mehrere kleine Schreine, aber die Hauptattraktion war der Moosgarten. Du betrittst einen sehr alten Meditationsraum durch ein kleines Tor. Du ziehst deine Schuhe aus. Du setzt dich an den Rand des Gartens und fühlst die Welt da draußen aus deinem Geist verschwinden, wie Wasser durch ein Sieb fließt. Nur du, die Brise, die Bäume und das Moos. Dieser Garten war ein Mikrokosmos meiner Welt. Ja, von allem Durcheinander und geschäftigen Treiben entledigt. Ja, das hört sich nett an. Oder, boah, was für ein langweiliger Ort. Oder war es dort einsam? Ja, wir fragen mal, ob es dort einsam war. Einsam? Er wiegt sein Kinn in einer Hand und Gaichu scheint darüber nachzudenken. Ich bin mir nicht sicher, wie ich antworten soll. Das war es, in einer positiven Art und Weise. Okay. Also, wenn man die Einsamkeit sucht, dann da dort der Moosgarten scheinbar die richtige Adresse. Ja, wir schauen uns mal den Papierfächer an.
Der Papierfaltfächer ist billig konstruiert und das Papier ist nur ganz dünn über Plastik, Speichen, Plattenfächer, Speichen, weiß ich nicht, aufgespannt. Es ist offensichtlich ein Souvenir, das für ein paar Nuyen an Touristen verkauft wird. Wenn man den Fächer auffaltet, enthüllt sich eine angenehme Landschaft. Eine japanische Stadt im 19. Jahrhundert oder früher, geschwungene Dächer im Sonnenuntergang neben einem dunkelblauen Fluss. Zwei Schiffe segeln den Fluss hinunter, der von einer großen hölzernen Brücke überspannt wird. Haben wir den schon mal angeguckt, den Fächer? Ich bin gerade gar nicht sicher. Doch, ich glaube, die Beschreibung haben wir schon mal, ne? Irgendwie, wir gucken mal. Im Vordergrund tragen Arbeiter Eimer an der Küste entlang, als ein Mann auf einem Pferd reitet in die andere Richtung. In der Entfernung dominieren ein paar große rote Gebäude die Skyline der City. Eine große Tempelhalle und eine fünfstöckige Pagode. Gaichu grunzt und dreht sich nicht zu dir um. Der Fächer ist vom Sensoji-Tempel in Asakusa, einer der Distrikte von Neo-Tokyo. Das Bild ist das ein unbekannteres Werk von Ando Hiroshige, einem Holzblockdrucker, sagt man das so im Deutschen, ein Holzblockdrucker, der vor der Meiji-Restauration gelebt hat. Ich habe den Fächer gekauft, während ich Landgang oder Urlaub, wie heißt denn das? Bei Soldaten, weiß nicht, als ich Urlaub von meinem militärischen Training hatte. Er erinnert mich daran, wie offen sich das Leben fühlte, als ich noch jünger war. Wie die Zukunft sich auszubreiten schien, voller Möglichkeiten. Und auch, weil ich das Bild mag. Okay. Danke, Gaichu. So, dann schauen wir mal, was Gaichu noch zu sagen hat, Interessantes. Kann ja sein, dass er mit uns über den letzten Run reden möchte, auch wenn er nicht dabei war. Die Kabine ist in einem viel besseren Zustand, als sie es noch letztens war. Die Hitze wurde reguliert und die Ventilation wiederhergestellt. Die Boxen voller Müll und Teilen wurden aufgestapelt und sorgfältig arrangiert. Also sorgfältig angeordnet. Und Gaichus kleiner Menge von persönlicher Ausrüstung ist in einer Ecke verstaut. Es gibt dort eine kleine Matte in der Mitte der Kabine, die so aussieht, als wenn sie sowohl ein Teppich als auch eine Schlafunterlage wäre. Gaichu sitzt in der Lotusposition, die Augen geschlossen. Seine Fingerspitzen sind auf einem Braille-Lesegerät, das in sein PDA eingestöpselt ist. Mit dem Kabel? Das funktioniert nicht drahtlos? Was ist da los? Das Gerät erfüllt den Raum mit einem sanften Klicken der Stiftkombination. Als du dich näherst, hebt er seine Hände von der Oberfläche des Lesegerätes. Hallo Sparks, gibt es etwas, bei dem ich dir helfen kann? Ja, es sieht so aus, als wenn du dir einen netten kleinen Ort hier geschaffen hättest. Oder, ja, ich hatte gehofft, wir könnten noch ein bisschen reden. Hast du eine Minute? Checkst du deine E-Mails? Können wir fragen. wir sagen mal, es sieht so aus, als wenn du hier einen netten kleinen, dir ein nettes kleines Plätzchen eingerichtet hättest. Ja, wenn du sagst, ich bezweifle, dass es geeignet für andere wäre, aber ich brauche nicht viel Platz und ich habe nur wenige Besitztümer.
Solange ich einen ruhigen Bereich habe, in dem ich sitzen und entspannen kann, bin ich glücklich. Okay, der braucht wirklich nicht viel. Also, worüber möchtest du reden? Ja, hast du Gedanken über den letzten Run? Oder was hast du gelesen? Ich möchte mehr darüber wissen, wie es ist, ein Ghoul zu sein. Oder wir haben uns darüber unterhalten, wie dein Vater dich aus dem Knast rausgeholt hat. Oder ja, wir sehen uns später, Gaichu. Ja, hast du Gedanken über den letzten Run, Gaichu? Ich bin mir nicht sicher, welche Einsicht ich dir gewähren könnte. Ich war bei dieser Mission nicht anwesend, also ist mein Verständnis davon basiert nur auf Erfahrungen aus zweiter Hand. Na, kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, was hast du denn gelesen? Gaichu, Etikette Academic. Bildung zahlt sich aus hier in dem Spiel tatsächlich. Im echten Leben übrigens auch, meistens, manchmal. Geht so. Gaichu richtet sich selbst auf, faltet seine Handflächen in seinem Schoß. Mit einem Zeh schiebt er den Braille-Lesegerät weg. Ne, das ist so ein Ding für Blinde. Es wird Hagakure genannt. Geheimblätter, versteckte Blätter. Es ist ein altes Ninja-Manual, also ein Ninja-Handbuch. Es wurde von Yamamoto Tsunetomo geschrieben. Eine Abhandlung darüber, was es bedeutet, ein Samurai zu sein und wie man am besten seinem Herren dienen sollte. Ah, nicht über Ninjas. Ich dachte, es wäre über Ninjas. Es scheint aber über Samurai zu sein. Das ist einer der grundlegenden Lesestoffe für die roten Samurai. Nicht überraschenderweise. Ja, wir können jetzt sagen, ach, durchlebst du alte Erinnerungen oder schaust du nach einer verborgenen Botschaft? Oder wir können sagen, war es ihm nicht verwehrt, sich zu töten, als sein Herr gestorben ist, also Yamamoto Tsunetomo. Gaichu blinzelt, offensichtlich überrascht. Ein breites Grinsen macht sich auf seinem Gesicht breit. Du weißt über ihn Bescheid. Ja, das ist Tsunetomo. Er war erpicht darauf zu sterben und seine Loyalität zu demonstrieren. Aber Lord Mitsushige hat schon immer dieses Brauchtum, dieses Ritual als Verschwendung empfunden. Der Autor hat eine zentrale These. Wenn sich die Frage nach Leben und Tod stellt, wähle immer den Tod. Wirf dich selbst mitten in das Getümmel ohne Resignation und handle nur nach Instinkt. Ja, was heißt Resignation in dem Fall? Wahrscheinlich ohne Zurückhaltung, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, Verzicht, Rücktritt. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich ohne Zurückhaltung. Mein momentaner Zustand spricht von der Wahrheit von diesem, spricht von der Wahrheit dieser These viel robuster als jede Lektion in einem Dojo. Okay, worum geht es denn im Rest des Buches? Oder das hört sich ehrlich gesagt ein bisschen verrückt an. Oder wir können sagen, ja, das hört sich nicht zu verschieden von dem Live in den vom Leben in den Redmond Barons an. Naja, da ist ja eher das Gegenteil, ne? Da versucht ja jeder irgendwie zu überleben und sich irgendwie durchzumogeln. Worum geht's denn im Rest des Buches? Gaichu zählt die Punkte auf, indem er nacheinander Finger aufklappt. Es ist teilweise ein Handbuch für richtiges Verhalten,
seinem Herrn gegenüber teilweise eine Rumination. Oh, die Vokabel habe ich auch schon mal gehört, aber Rumination. Ja, eine Grübelei, ein Nachsinn. Ja, vielleicht auch ein Wiedercoin, weiß ich nicht. Über die Geisteshaltung, die man braucht, um im Kampf siegreich zu sein. Und teilweise eine Sammlung von Geschichten. Ah, okay. Tsunetomo glaubte, dass um wirklich die Vorzüge, die guten Eigenschaften eines Samurais zu verkörpern, sollten sich Anhänger stets ihres Pfades bewusst sein. Niemals aufhören zu trainieren, immer fragen, wie die eigenen Aktionen, also die eigenen Taten auf den Herrn zurückfallen, also auf den eigenen Herrn zurückfallen. Und vor allem sollte man darauf vorbereitet sein, seine Pflicht instinktiv jederzeit erfüllen zu können. Ganz abgesehen, also, und die Kosten dabei ignorieren. Oder ganz gleich, was es kosten möge. Ja, wir können sagen, Instinkt scheint besser für einen Ghoul als einen Menschen geeignet zu sein, um ehrlich zu sein. Oder, ja, das hört sich wie ein gefährlicher Pfad an, auf dem man entlang streiten kann. Oder wir können sagen, wenn ich mich richtig entsinne, war der Autor ein Bürokrat, der niemals gegen irgendjemanden gekämpft hat. Gaichus Lippen verziehen sich zu einem leichten, wie sagt man denn dazu, wenn man so, nicht abfällig, grimmig guckt vielleicht, ne? Ja, zu einem Starren. Die Lippen verziehen sich zu einem Starren, wie auch immer das funktionieren soll. Also im Deutschen funktioniert die Übersetzung nicht wirklich, im Englischen funktioniert es wunderbar. Super! Seine Lippen verziehen sich zu einem leicht finsteren Ausdruck, aber er nickt zustimmend. Das ist richtig. Tsunetomo hat niemals gegen irgendjemanden gekämpft und einige haben ihn dafür kritisiert, dass er versucht hat, darüber zu sprechen, wie man ein Krieger ist, ohne jemals ein Schwert angefasst zu haben. Aber ich glaube, dass er viele wertvolle Dinge zu sagen hat. Er hat sich viel um die tiefere Bedeutung des Samurai-Seins gekümmert. Ich habe ich habe Erfahrung gesammelt. Ach nein, wenn durchlebte Erfahrungen der einzige Weg zur Wahrheit sind, dann, ja, ist dumm, wenn man nicht das erste Wort im Satz schon falsch schließt. selbst erlebte Erfahrung der einzige Pfad zur Wahrheit ist, dann sind alle Philosophen Narren. Das stimmt. Philosophie, da geht es ja darum, Hypothetisches quasi zu diskutieren. Zum größten Teil. Würde da zustimmen. Oder wir können sagen, ich respektiere ihn dafür, dass er versucht hat, die Philosophie zu erheben. Oder wir können sagen, das hört sich ein bisschen wie ein Hobbygeneral für mich an. Ja, wir können sagen, ja, ich würde dem eher zustimmen. Gaichu stößt ein einzelnes scharfes Lachen aus und lächelt. Was? Wir haben ihm doch zugestimmt gerade, oder? Haben wir ihm nicht gerade zugestimmt? Okay, wenn das deine Einstellung ist, dann denke ich, es gibt wenig, das ich tun kann, um deine Haltung zu diesem Thema zu ändern. Wir können mal fragen, was sagt es denn über herrenlose Samurai wie dich? Oder was würde er über
deine Ablehnung darüber sagen, dass du dich selbst tötest? Ja, wir fragen immer nach den herrenlosen Samurai. Ist nicht ganz so taktlos. Ja, 7-mal nach unten, 8-mal nach oben. Okay. Gaichu lächelt dünn und klopft mit einer Kralle auf den... Ah, es geht um Schwertstreiche offensichtlich. Auf den Griff seines Schwertes. Um genauer zu sein, wenn ein Samurai nicht mindestens 7-mal ein Ronin war, dann hat er nicht wirklich als ein Samurai gelebt. Okay, cool. Damals war alles anders. Es war ja nichts Ungewöhnliches für einen Samurai, von ihrem Herren verstoßen zu werden und dann ja, auf die Wanderschaft zu gehen. Für, ja, wie sagt man das im Deutschen, für Militärangehörige wie mich, ist es die Wahl zu dienen oder zu sterben. Würdest du sonst noch über etwas diskutieren gerne? Ja, aber erst in der nächsten Folge, Gaichu. Für heute machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Und ich sage euch, schön, dass ihr dabei wart, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. 16 Uhr geht's weiter. Macht's gut und bis dann. Habt eine wunderschöne Zeit. Ciao!